Hallo, heute nehme ich dich mit bei einer 38 Kilometer langen E-Mountainbike-Tour, beginnend bei Kaltern in Südtirol in Italien. Dieses Mal gibt es kein Video von der Strecke oder Streckenabschnitten, da ich meine Actioncam vergessen habe. Und da ich mit meinem Freund unterwegs war, wir uns lange nicht gesehen haben und uns gut unterhalten haben, gibt es auch wenige Bilder. Dafür gibt es in der Videobeschreibung so wie immer eine GPX oder einen GPX-Link zum Downloaden der Strecke, damit ihr die Strecke nachfahren könnt. Des Weiteren findet ihr auch die Zeitangaben und die Kapitel in der Videobeschreibung, falls ihr einen Teil überspringen wollt. Wir starten am Rottenburger Platz in Italien, welcher ein kostenpflichtiger Parkplatz ist, nachdem ich mir ein E-Mountainbike bei Südtirolrad direkt vor Ort ausgeliehen habe. Das Ausleihen klappte gut und das Fahrrad wurde gut eingestellt. Es hatte jedoch etwas viel Luft in den Reifen, den ich unterwegs etwas abgelassen habe, um ein besseres Gefühl zum Fahren zu haben. Die Runde, die mein Freund sich ausgedacht hatte, war sehr abwechslungsreich und ging über Straßen, Schotter, Wald und Wanderwege sowie ein paar sehr steile Bergabstücke hinunter. An einigen Stellen waren schöne Aussichtspunkte, um über das schöne Tal hinwegzuschauen. Leider war das Wetter bei der Tour nicht das Beste, doch traumhaft war die Aussicht alle Male. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke könnt ihr bei Buschenschenk Lutzenhof einkehren und etwas Leckeres essen oder trinken, bevor ihr euch wieder auf den Rückweg macht. Auf dem Rückweg waren an einigen Stellen des Weges ein paar Hindernisse aufgebaut, die man mit dem Mountainbike bewältigen kann. Dies solltet ihr aber nur ausprobieren, wenn es trocken ist. Ich habe mich natürlich beim Ausprobieren zweimal gemault, weil die Holzhindernisse nass waren. Natürlich kannst du die Strecke auch mit einem normalen Mountainbike fahren. Doch sei dir bewusst, dass die fast 1650 Höhenmeter damit deutlich schwerer zu überwinden sind. Vorsicht, es ist teils sehr steil und rutschig, denn wir befahren einen Wanderweg, was auch heißt, dass der Wanderer den Vorrang hat. We'll be right back.
Vielen Dank fürs Schauen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Mountainbike-Fahren.